Wow, ich hab's tatsächlich zum Laufen gekriegt. So, dann möchte ich gerne den Fenstermodus wieder ausmachen. Im Vollbild gefällt mir das dann doch nochmal ein bisschen besser. So, ich spiele übrigens mit Controller. Ich habe keinen Bock mit, was, ja, keine Ahnung, Keyboard zu spielen. Ein Jahrhundert, ein Ein ganzes ganzes Jahrhundert Jahrhundert. Ja, ich weiß. hemmungslosen Gähnens und Schnarchens. Es scheint, als wären die Helden der Lichtung der Träume einem geheimnisvollen Schlafzauber verfallen. Ach wirklich? Hätte ich nicht gedacht. Aber vielleicht brauchen sie auch nur eine Mütze Schlaf. Ja, wie witzig. Unterdessen vermehrten sich die Albträume. Vermehrt sich die Albträume, sich aus und erschufen neue Dämonen, ja. grauenhafter als jemals zuvor. Wow, sind die grauenhaft. Ah, nein! Die Lichtung der Träume ist in Gefahr, mein Freund. Schnell! Wecke Wecke unsere unsere legendären legendären Helden. Helden! Ich habe dieses Intro schon 5000 Mal gesehen, weil ich das Spiel immer neu angefangen habe. Es wundert mich, dass das Spiel überhaupt läuft. Also, wenn das irgendwie rumruckeln sollte, dann bitte habt Nachsicht. Der PC ist nicht gut. So, ich bin jetzt gespannt, wie das mit der Steuerung funktioniert. Ich spiele mit dem Switch-Controller. Au. Taste 1, ja. Ta Was ist Taste 1? B? Ach, nee. Danke, dass du dich verpisst. So, das funktioniert. Nee, Bro, das kann ich so nicht akzeptieren. So, wie mache ich das jetzt? Springen. Taste 1. Was ist Taste 4? Danke, jetzt ist wenigstens die. Wenigstens die meiste Steuerung ist jetzt richtig. Zur Not wechsle ich zum Xbox-Controller. Jo, ich werde jetzt keine Fakten zum Spiel raushauen, weil mir gerade keine einfallen. Ich bin echt erstaunt, wie das läuft. Wenn es nach mir geht, spielen wir das zu 100%, auch wenn sich das keiner anguckt, weil wer interessiert sich für so ein Spiel? Also wirklich, wow. Sagt derjenige, der jahrelang Sonic-Content gemacht hat, der bis auf das letzte, aktuellste Sonic Let's Play nicht mehr zur Verfügung steht. Ich habe schon immer Spiele gespielt, für die sich keiner interessiert. Das sieht man ja auch an meinen Zuschauern. Das juckt halt keinen, das guckt keiner. Ich hoffe, dass das Game nicht zu laut ist. Ich kann das jetzt schwer überprüfen. Dumme Bitch, verpiss dich. Gibt's hier hinten was? Nein. Hui. Mal gucken, an was ich mich noch erinnern kann und an was nicht. Verpiss dich. Bitch.
1, Taste 3, ja. Cool. Das hilft mir auch super. Was willst du? Hä? Vor allem, ich musste das Game neu installieren. Weil es vorher aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert hat. Dann konnte ich mein Steam-Konto mit meinem Ubisoft-Konto verknüpfen. Und jetzt funktioniert alles. Ich hoffe auch Rayman Origins. Das hätte ich zwar am liebsten zuerst gespielt, aber man kann ja nicht alles haben, nicht wahr? Das war aber auch total komisch. Springen wir auf Y und schlagen auf X. Wer spielt denn so? Also, was? Nee, danke. Das nehme ich mit. Zack, zack. Ja, Profi. Man hätte es auch einfach durchschneiden können. Habe ich nicht was vergessen? Nee, habe ich nicht. Wow! Erstes Level instant 100%. Ich habe eine Uplay-Aktion abgeschlossen. Cool. Alter, ich... Nein! Oh, ich muss mich erst an die scheiß Steuerung gewöhnen. Nein, bitte lad nicht. Es war einmal, ja. Es war einmal, dass das Game verdammt lange lädt. Was zur Hölle. Und dass man dieses scheiß Steuerkreuz nicht mehr nutzen kann, es nervt. Ja, geil, wieder laden. Ich liebe es. Wow. Wie geil. So, ich will hier mal gucken, was gibt's hier zum Freischalten? Alles wie gehabt, oder? Ja, toll, super. Super. Alles wie damals auf der Xbox 360. Da habe ich das Spiel das erste Mal gespielt. Ach Gott, ist das lange her. Ich vermisse die Zeit. Ich würde aber gerne wissen, wieso ich meinen Mauszeiger nicht sehe. Nein. Ob es bei Uplay irgendwas gibt, das gucke ich mal eben kurz nach. Ich muss nur kurz zum Fenstermodus switchen, weil sonst kann ich nicht mehr raus hier. Ich kann auch so hier nicht mehr raus. Wow. Ah, jetzt kann ich. Haha. Ups. Aha, jetzt habe ich meine Flasche umgekickt. Scheiße. Zum Glück ist sie zu. Gut, also ein Level machen wir noch. Und wieso leuchtet mein Home-Button? Ich wusste gar nicht, dass das geht. The fuck. Ich kann nicht mehr mit Controller spielen. Wieso nicht? Kann ich mir. Wieso? Kann ich bitte wieder
Warte mal, aus und wieder an. Hallo? Ah, jetzt funktioniert er wieder. Wunderbar, also ein Level mache ich noch und dann höre ich aber auch auf. Mir ist verdammt warm. Und es ist 1 Uhr nachts. Wie warm ist das draußen? 20 Grad. Krass. Welche dritte ist das Gefühl? Keine Ahnung, 30 Grad. Stirb. Du Bastard. So, wollen wir mal einen Erfolg holen, den ich noch kenne? Schlag mich, komm. Ich weiß, dass du es willst. Okay, krieg ich keinen Erfolg für? Schon traurig. Ach ja, genau, das war sogar richtig, bra. Warum schlägt mein Mikrofonpegel eigentlich die ganze Zeit aus? Wow. Hier und da ruckelt's dann doch schon ein bisschen. Höre ich zumindest am Ton. Zack, zack. Yes! Ich überlege auch, ob ich das überhaupt hochlade. Ich meine, im Endeffekt juckt's doch eh keinen, aber... Na, obwohl, komm... Als kleines Just-for-Fun-Projekt, was ich hier und da mal vielleicht irgendwann aufnehme. Wirklich aktiv machen werde ich es jetzt wahrscheinlich nicht. Was bei mir mal sehr... Das wäre mal was Neues, weil ich bis jetzt jedes Spiel, was ich angefangen habe, irgendwie innerhalb von den paar nächsten Tagen durchgespielt habe. Na, warte mal. Habe ich es geschafft? Nein, noch nicht. Ja, und wieder alles geschafft. Nice. Ja, das wird nicht ewig so bleiben. Ich finde das Spiel hier zu... Ich sag jetzt mal 100% durchzuspielen. Ist viel einfacher als Origins.
Finde ich. Dafür ist Origins generell das bessere Game. Grafik ist besser. Also ich mag den Artstyle lieber. No. Sir Raylot. Und was passiert eigentlich, wenn ich hier... Bro, was? Hab ich Stick Drift? Ich hab Stick Drift! Oha! Okay, der Controller darf das aber auch haben. Ich hab den jetzt seit 2017, also seitdem die Scheiße rausgekommen ist. Der darf auch mal kaputt gehen. Ich hab sowieso für die Switch schon einen neuen, also... Das ist jetzt wirklich nur mein PC-Switch-Controller. Nein, da wollte ich gar nicht rein! Wieso? Und tschüss. Raus? Danke. Cool. Gut, das war's dann fürs Erste. Ja, doch. Das war's fürs Erste. Und man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich wieder spiele. Yay. Yeah. Bis dann und tschüss.